Hallo Leute, die Musik stoppt nicht, also ich denke mal, dass wir wie vor kurzem im letzten Part weiterkämpfen werden. Uff. Cloud! Oh. Weitere Sacharine. Eine Sacharine. Die machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Das sind jetzt doch einiges, ne? Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Ja, aber das ist nicht hier kleiner Gang. Wenn ich hier ein bisschen campe. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Können die ich eigentlich nicht fehlen. Eigentlich könnte er auch mit ihrem Stab uns ein bisschen Rückendeckung geben. Vielleicht. Aber ja. Lässt sich. Oh, das lässt sich einstellen. Ich dachte, ich glaube, da irgendwann standardmäßig gesetzt. Na. Ja, versucht, die Explosion auslöst. Ja, ich muss noch gegen Chocomoppel kämpfen, aber das wollte ich, wenn ich an der Stelle zu dritt bin, weil Shiva war mir schon zu zweit ein bisschen hart. Ich hoffe mal, dass ich mit drei Mann klein nicht mehr Chancen habe. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Oh. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Das stimmt. Sollte nicht mit Stein werfen. Aber gut, kann man mit Gewürdig als Glashaus bezeichnen. Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Das ist jetzt die Frage. MP und HP sind geheilt. So, und jetzt schaue ich mal Kampfeinstellungen. Oh, Tatsache. Kann ich eigentlich auch andere Limits verwenden? Also jeder hat scheinbar noch ein zweites Limit. Warum kann ich wohl nicht verwenden? Na, dann bleibe ich erstmal bei Cloud. Wir haben Waffenmodifikationen im letzten Part festgestellt, dass wir wieder ein paar Punkte haben. Panzerschwert 15. Da wird sicherlich einen 12-Punkte-Teil machen. Physische Attacke. Aber welches? Glaube ich hier. Physische magische Attacke plus 8. Ich glaube schon, dass ich hier die beiden machen wollte. Und würde ich ein bisschen Mathe können, wüsste ich, dass sie mir in die Punkte nicht ausreichen würden. Eisenklinge. 11. Da kommen wir 1. Da kommen wir 1. Physische Attacke, Schaden, Subspirit. Das wollte ich mir aufheben, stimmt. Nagelkeule. TP Maximum, Schaden von normalen Angriffen, gegen zerstörbare Einzelteile von Waffenfertigkeiten, Schaden von normalen Angriffen. Na gut, da muss ich auch noch warten. Uff, da muss ich überall warten, eieiei. Mein Barrett. Und du levelst ja im Hintergrund ja mit. Deswegen schauen wir mal. Physische. Okay, also nur. Ich sage mal. Werte. Also wieder eigentlich nochmal. Physische Attacke. Also kann ich hier eigentlich physisch magisch
Magische Attacke erhöhen. So. Sturmgewehr. Haben wir 14 längere Buffs erlitten beim Blocken. Schaden von Limits. Längere Buffs. Und sonst hier nur. Ja, komm, mach mal die beiden Punkte hier. Dann ist das hier schon fertig. So, und der Rest 8. Ah, warte ich bis zum nächsten Level. Bei Tifa und der Aerith. Damit es mal soweit klappt. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Ach, lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Na, beleuchtet? Da vorne. Das Licht weist den Weg. Bin ich eigentlich... Ja, ich bin ein Teil von Midgar. Ich dachte, ich wäre vielleicht ein bisschen außerhalb. Unheimlich. Na? Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer. Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Welche Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Uff. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Gut, dass wir uns nicht verirren. Hier sind Spuken. Durchlaufen wollen. Das sind sicher nur Ammenmärchen. Glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Wir könnten auch einfach auf den Eisenbahnen laufen. Da haben wir wenigstens Überblick, wohin wir gehen. Anstatt jetzt hier durch die Züge zu weilen und vereilen. So. Aber nehmen wir ruhig die Wehrratten mit. Es ist vollbracht. Zumindest 3 einfach verdiente FP-Punkte für die Materia. So, folge dem Licht wie die Motten. Was gibt's sonst hier noch? Okay, ein bisschen gruselig die Kisten hier. Mir den Hand abdrücken. Aber ja, wir haben festgestellt, dass sich da in diesen Kisten nichts befindet. Also kann da auch uns nichts gefährlich werden. Supertrank. Oh. Lila Materia. Nee, Nitrilstab. So für Aerith. Was ist denn das für ein Stab? Strahl der Vergeltung. Wir schocken gegen Treffen. Okay. Nein, ich möchte erstmal sehen. 70 Punkte. Wie viele suchst du am Anfang? Nur 2. Das ist einer. 14 sogar. Dann. Hops. Leichenflatterer. Hab noch 50 Punkte, wenn ich 30 hiervon nehme. Hops. Magische Attacke. Jetzt schon über 100 Punkte. Okay. Und hier. Das. So. Und der Leichenflatterer brauche ich hier, glaube ich, nicht. Von daher. Schauen wir mal. Hat ein Slot weniger. Aber na, schauen wir mal. Amplifikation. Geht es eigentlich theoretisch? Es geht auch theoretisch mit Heiden sogar. Macht man das mal. Dann packe ich hier nochmal Toxinen. MP-Boost. Eigentlich könnte ich hier Widerstand mit reinpacken. Also das mal leveln. Und dann Amplifikation.
Gebet natürlich. Und dann noch Vision, weil ich das doch einmal theoretisch einsetzen müsste. Als Limit für die Kampfberichte. Schokomoppel mache ich. Analyse schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Schockzustand erhöhen kann. Das können wir machen und das läuft so nebenbei. Deswegen Schockphänomen Nummer 3 muss ich mich, glaube ich, im Internet informieren, wie ich das machen könnte. In der Theorie. Schauen wir mal weiter. Nicht weiter. Gibt es hier irgendwo noch ein anderes Licht? Wie war das mit den Verirren? Das nicht, läuft ja schon mal gut. Das ist hier der Anfang. Ja, ich weiß, dass das Licht den Weg weiß, aber ich glaube, ich bin zu blöd, dem Licht einfach zu folgen. Deswegen, Cloud, geh doch bitte einfach die Treppe hoch. Das hier ist die Spiegelung. Und hier geht's auch nicht weiter. Jetzt hier gibt's auch die Kiste. Jetzt habe ich hier schon nur die Spiegelung, welche mich ein bisschen verwirrt. Aber auch nur ein kleines bisschen. Da kamen wir. Oh, es gibt hier eine Leiter. Die man natürlich sofort sieht. Das sieht schon mal besser aus. Huch. Was war denn das? Scheinbar Wackelkontakt an der Tür. Ach, ich kann die Kissen nicht kaputt hauen. Uff. Scheißkäfer. Die hatten mir doch nicht so einen Schrecken an. Ich sehe noch ein bisschen nicht drauf. So, Fertigkeiten, Analyse. Nur kein Übermann. So, jagt und zögert nicht auf Menschen anzugreifen. Okay, wirksam Eis. Das heißt, einfach nur die Schutzleiste irgendwie füllen. Ich zähl auf dich, ich leg los. Da ist jemand. Eigentlich wollte ich. Kinderstimmen auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ich habe, glaube ich, keine gehört. Oder ich habe die nur überhört. Das kann gut möglich sein. Dann muss ich hier irgendwie Viecher erstmal angreifen. Aber das könnte ich hier auch diese Kiste erklären. Voller Handabdrücke, dass die von Kindern stammen. Das macht es natürlich nicht besser mit dem Teil, dass ich, also mit dem Gerücht, dass ich hier spucken soll, aber was kann man machen? Schauen wir erstmal, dass wir hier erstmal durchkommen. Huch. Da war jetzt halt gerade so ein. Wie heißen diese Teile? Ein Irrlicht. Schau ich mal kurz unten aufs Handy und dann verpasse ich schon fast das Irrlicht. Ah.
Schau mal, ein paar Kritzeleien. Keine Zeit für Spielchen. Ich bin total konzentriert. Genug. So, Fertigkeit im Prinzip. Ich mach zu viel Schaden. Den Viechern. Nicht mit mir. Fertigkeit im Prinzip. Das ist auf. Regen verbissel auf. Ich krieg mich nicht in den Schockzustand versetzt, weil ich zu viel Schaden mache. Yeah. Scheiße. Okay, die gehen da hoch. Das ohne mich. Eieiei. Könntet ihr vielleicht ein bisschen auf mich warten? Huch. Alter, wir haben schon hier ein paar Probleme mit mit sonstigen Geistern. Ihr braucht euch nicht noch so zu teleportieren, aber liebe Freunde. Mein Einsatz. Ach, dann scheiß einfach auf den Schockzustand. Ihr nervt mich eh gerade ein bisschen. So, Aerith. Achso, kann ich gerade nicht. Das ist aus. Au, wow, 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 wow. Das tut weh, Freundchen, wie tra. Nicht gut. So. Tschüss. Hopp. Okay, dann kann ich noch Konid. Wunderbar. Da ist dann wieder eine Leiter. Die merken wir uns gleich viel später. Oh. Und hier gibt es scheinbar auch noch eine Materie. Ich glaube Statuswert. TP-Boost, ja, Statuswerte. Die müssen wir eigentlich auch irgendwann mal ausrüsten und verwenden. Uff. Ups. Aber aktuell kommen wir so noch durch. Schön vorsichtig. Ich bewege gerade nicht die Kamera. Nanu? Aber das zeichnet sich sehr dir als Kinderlache. Also ich erinnere mich, fragt nicht wirklich danach an. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Haare gecheckt. Kein Problem. Hüften noch dran. Nicht, dass ihr so alt seid und ihr euch die bricht. Come on. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Folgt diesem Weg, hätte ich jetzt halt als come this way. Erstmal übersetzt. Ah ja, ich bin noch müde. Das heißt für mich, dass das die letzte Aufnahme für heute sein wird. Wie sollte ich hier erstmal nicht damit wirklich. Also wenn ich jetzt hier fast schon. Wir haben das Bahndepot erreicht. Wenn ich schon müde bin. Huch. Dann sollte ich vielleicht nicht allzu viel aufnehmen. Oh. Die sind aber freundlich. Ah, da ein Irrlicht. Was zur Hölle? Dann los. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Armer Cloud. Armer Cloud. Lass ich jetzt erstmal um die beiden Mädels kümmern. Was? Sonst kann ich mich ja gar nicht bewegen, wenn ihr mich so. Wenn ihr euch so an mich klammert. Was war das? Ah, es gibt mal ein Licht. Oh. War es gerade wirklich ein Geisteskind?
aber man sollte die, also, man sollte vielleicht Irrlöchtern direkt nicht folgen. Na? Wollen wir reden? Ha? Oh, tatsächlich ein Geist. Oder was Ähnliches? Kann man das als Geist bezeichnen? Irrlicht? Ja, ein Geist. Oh. Das ist aber ein hässliches Kind. Hoppla! Zurück! Das sind hässliche Kinder. Weil ich ehrlich bin, also ich möchte nicht, dass mein Kind dann am Ende so aussieht. Geist. Analysieren erstmal. Ein Spiel schrecke die nicht immer. Ist nichts bekannt, nach Reflekt verwenden, wenn er Schild schützt. Wenn er Reflekt zaubert. Wirksam Feuer. Okay. Tifa, du weißt, was zu tun ist. Feuer. Cloud kann ja auch mal gehen inzwischen. Aerora. Tiefer. Feuerer. So. Ich bin dran. Jetzt mit der Leiste füllen und Strahl der Vergeltung. Kamehameha. Tatsache, Kamehameha Angriff. Was hast du? Aber ich glaube nicht alle Geister sind böse. Warte. Oh. Warte! Ah. Was gibt's da bitte zu warten? Nun, also. Oh. Was zum. Ist da gerade Eisenbahn über uns? Okay, die ist befestigt. Na gut, befestigt heißt auch nichts Gutes, aber ich würde da runtergehen. Da weggehen. Weg hier! Eieiei. Alles okay? Oh. Vielen Dank, Cloud. Fuck. Also, man merkt, dass ich müde bin. Zumindest bei der heutigen Aufnahme. Ich merke gerade, wir sind wieder bei 23 Minuten. Das heißt, bevor wir jetzt halt hier einen weiteren Weg suchen, Kampfbericht habe ich sogar abgeschlossen, können wir sogar abgeben. Würde ich hier erstmal speichern. Und ja, bis zum den nächsten Part mich verabschieden. Also einen schönen Tag euch noch, Leute. Also dann, Speichervorgang bitte warten. Ah, 10.000 Gläubigen inzwischen. Also dann, ciao, Leute. Macht's gut. Bye.